Herzlich willkommen zu 1000 PSTV vom BMW Motorrad Testcamp Almeria 2016. Das ist, ihr seht es eh, ich stehe da im Leiberl, es hat glaube ich 20 Grad, der Cooking auch hinter der Kamera ist noch im Leder, der schwitzt mörderisch und daheim hat man wahrscheinlich minus 7, minus 10, ein bisschen an Schnee und insofern ist es natürlich ein Traum, das BMW Testcamp Almeria. Worum geht es da? Da geht es darum, dass man sich zu Hause in den Flieger setzt, runterfliegt, da sind sämtliche neuen BMW-Motorräder da, mit denen kann man fahren den ganzen Tag, wenn man will, auf der Rennstrecke, Landstraße, sogar Offroad, also alles ist möglich. Und meiner Meinung nach ist es einer der besten Motorradurlaube, die man sich gönnen kann. Und noch dazu zu einer Zeit, wo es daheim eben wirklich grauslich ist. Ich muss allerdings dazu sagen, vor 10 Jahren wäre das für mich noch keine Option gewesen. Das hat jetzt gar nicht so viel mit dem Alter zu tun, sondern damit, dass vor 10 Jahren einfach diese BMW-Motorräder nicht so waren, wie es mir hundertprozentig taugt hat. Ich habe ein bisschen einen sportlichen Zugang zum Motorradfahren und diese BMWs, im Speziellen die Boxer, die haben mir natürlich schon immer irgendwie zugesagt, weil ich einfach dieses Motorkonzept so erfinde. Das ist wirklich außergewöhnlich und manche sagen kauzig dazu. Ich habe das immer toll gefunden, so vom Charisma her. Aber beim Fahren habe ich dann doch lieber einen Vierzylinder gehabt. Das war irgendwie, oder einen V2, einen sportlichen V2. Das war irgendwie, ich weiß nicht, ein bisschen würdiger ist mir das vorkommen. Und jetzt ist es aber so, jetzt sind wir mit diesen beiden Motorrädern sind wir gefahren, mit der R1200R und mit der R1200RS. Und das ist ein Wahnsinn gewesen. Das war richtig gut. Beide Maschinen. Es gibt natürlich Unterschiede, auf die wir dann noch eingehen. Aber früher war das undenkbar, dass ein Boxer dermaßen gut funktioniert. Also die hängen wahnsinnig schön am Gas. Selbst diese Lastwechsel sind jetzt nicht mehr so, dass man sich denkt, oh hey, das ist ja ganz arg, die muss man unbedingt vermeiden. Nein. Motorbremswirkung ist großartig einzusetzen. Und er ist drehfreudig und im Unterschied zu früher hat das jetzt wirklich einen leibenden Klang. Also das ist ein sportlich röhrender, heißer, brüllender Klang. Das ist ganz, ganz super. Und brüllend muss man natürlich relativieren. Subjektiv hat man das Gefühl, na das ist schon, das kann schon was. Aber es ist natürlich vollkommen legal. BMW würde nie ein Motorrad auf den Markt bringen mit einem illegalen Sound. Und trotzdem ist er so, der geht da unter die Haut und das taugt er sehr. Ich widme mich zuerst einmal der R1200R. Diese R1200R, die ist mir natürlich von Haus aus sehr nahe, weil ich diese Nektbike sowieso immer bevorzugt habe, weil ich halt gern den Wind spüre und ich habe gern das ein bisschen puristische. Das ist halt für mich also ein richtiges Motorradl. Und ich habe auch diese R's früher schon wirklich gern gehabt, die Boxermaschinen, die noch mit dem Telelever waren, aber jetzt ist es halt ein Motorradl, mit dem kannst du wirklich sportlich fahren. Und das taugt mir wirklich sehr. Habe ich eine echte Freude gehabt, da
in dem Bergland, das ist ja, das sind ja durchaus ernste Kurven und durchaus Zwischengraden, wo man schon bis 180, 200 anrauchen kann. Und ja, das ist jetzt vom Motor und vom Fahrwerk her, ist es so gebaut, dass das ja, keine Wünsche offen lässt für den sportlichen Angreifer. R1200R, wenn ich ganz kurz durchgehen darf, Sitzposition ist irrsinnig kommod. Also das ist jetzt nicht wahnsinnig vorderradorientiert oder irgendwie sportlich, sondern man sitzt wirklich extrem gemütlich fast drauf, aber es ist durchaus aktiv. Und ich glaube, die hat eine relativ niedrige Sitzhöhe. Das ist wahrscheinlich, weil im BMW-Zubehörprogramm oder in dem BMW-Ausstattungsprogramm gibt es ja serienmäßig verschiedene Sitzhöhen. Das finde ich eine geniale Idee, weil ja die Menschen alle unterschiedlich lange Beine haben. Und einfach, wie hoch der Sitz ist, hat einfach einen großen Ausschlag dafür, wie wohl man sich am Motorrad fühlt. Also ich habe mich mit dem niederen Sitz sehr, sehr wohl gefühlt. Er hätte ein bisschen höher sein können, wenn man dann sportlich angreift. Aber aufgestiegen und eigentlich vom Fleck weg habe ich mich wohl gefühlt. Was dann ein Wahnsinn war, die Boxermaschine, sehr undenkbar früher, die hat einen Schaltautomaten. Einen Schaltautomaten fürs Rauf- und fürs Runterschalten, also mit Blipperfunktion. Und da habe ich mir zuerst auch gedacht, na gut, wer braucht das auf einem Boxer? Aber es ist richtig super. Der Schaltautomat, wenn du auf Zug bist und richtig flott durch das spanische Bergland rauchst, dann ist es so, dass der sicher besser schaltet, wie man selber schalten könnte. In niedrigen Drehzahlbereichen, da ist natürlich so, da ruckt es ein bisschen. Das ist einfach, in niedrigen Drehzahlbereichen muss das selber, wenn du selber schaltest, mit der Kupplung wirklich gut umgehen, weil da halt so große Drehmomentverschiebungen sein. Aber ein Schalterautomat ist etwas für sportliche Fahren und sobald man ein bisschen eine Drehzahl hat, ist es eigentlich unfassbar, wie gut es raufschaltet. Und beim vollen Zug. Und was ich ganz, ganz leimann gefunden habe, ist das Abschalten mit der Blipperfunktion, weil die Maschine selbstständig Zwischengas gibt. Also du drückst auf den Hebel drauf, die Maschine gibt Zwischengas und legt den nächst kleineren Gang ein. Und da muss ich sagen, da war ich auch wirklich beeindruckt, weil diese Motorsteuerung oder das elektronische Motormanagement ganz genau weiß, mit welcher Drehzahl ich oben schalte und wie viel Zwischengas ich brauche. Das heißt, wenn ich mit relativ wenig Drehzahl fahre, dann gibt es relativ wenig Zwischengas. Und wenn ich mit einem echten Zug auf diese Kurven komme, scharf anbremse und dann oben hackel, dann gibt es also einen wirklich tollen Gasstoß. Das ist dann ein erheblicher Gasstoß mit einem erheblichen Sound, Motorsound. Das ist ganz, ganz leibend. Und legt dann den Gang ein, ohne dass das Hinterrad irgendwie stempeln würde oder aus der Balance kommt. Also wirklich beeindruckt, muss ich den Hut ziehen vor BMW oder den Helm, weil das haben sie wirklich super gemacht. Und es ist trotzdem immer noch ein Boxermotorrad. Also mit diesem Flair von diesen wahnsinnig weit abstehenden Zylindern. Aber ich muss nicht mehr auf den Sport verzichten. Ja. Und ich meine, was natürlich beim Motorradfahren immer ganz wichtig ist, das sind die Reifen. Na, welche Bock sind da drauf? Und nachdem es dort eine Kooperation mit Metzler gibt, sind natürlich Metzler-Reifen drauf. Aber nicht irgendwelche, sondern sie haben genommen diese Roadtec Z8. Und das ist eine wirklich tolle Wahl, weil in der Früh, ich meine, jetzt da ist es, jetzt ist man dort zu Mittag, hat's, naja, da wird es schon 20 Grad haben. Aber in der Früh ist es schon noch frisch. Und da ist der Asphalt, der durchaus griffig ist, trotzdem noch relativ kalt. Und da brauchst du eben so einen Raffen wie den Z8, der einfach bei allen Bedingungen wirklich großartig funktioniert. Ich meine, auf die Rennstrecken musst du mit dem Z8 nicht gehen, das weiß aber eh jeder. Aber sonst, so als sportlichen Tourenreifen, ist das wirklich ein Wahnsinn, weil er eine sehr kurze Aufwärmphase hat. Und dann aber eigentlich einen wirklich guten Grip liefert, also für das Straßenfahren eigentlich absolut ausreichend. Und selbst wenn es regnen würde, na, dann muss man nicht wahnsinnig herumeiern, sondern kann man ziemlich normal weiterfahren, weil der Bock einfach auch
eine Mischung hat, die im Regen gut haftet. Also bei mir ist es so, wenn ich sehe, na, der Z8 ist drauf, na, dann gebe ich Feuer, dann bin ich relativ entspannt. Und jetzt widmen wir uns der R1200 RS. Das ist so, a priori, wie gesagt, bin ich eher bei dem Nektbike, weil man das halt noch mehr zusagt, das ist irgendwie puristischer. Und andererseits ist es aber so, wenn du aber wirklich jetzt schnell unterwegs bist, dann ist natürlich so ein Windschild, wenn es ein bisschen verstellbar ist auch noch, das ist natürlich schon Gold wert, weil es dann einfach den Druck vom Oberkörper nimmt und vom Nacken nimmt und diese Schultern entspannt und du bist einfach auch bei höheren Geschwindigkeiten lockerer und präziser unterwegs. Das ist auch, wie soll ich sagen, eine Geschmackssache, nachdem es jetzt, ich meine, da in Spanien geht es relativ gut mit dem Schnellfahren, da habe ich noch keine Probleme gehabt, aber bei uns daheim ist es ja mittlerweile so, na, dieses Schnellfahren auf der Landstraße, das kann man sich eh abschminken, weil man ja dann erstens wirklich viel einzahlt und zweitens halt unter Umständen den Führerschein los ist. Und insofern habe ich es eigentlich ganz gern, wenn ich bei 130 schon gespürt, dass ich flott unterwegs bin und eben keine Verkleidung habe. Andererseits, wenn du jetzt wirklich weit fahren willst, wenn du so ein Tourenfahrer bist, dann ist natürlich schon sehr, sehr super, wenn du so ein bisschen eine Verkleidung hast. Und diese RS hat meiner Meinung nach eine Verkleidung, und die ist eh relativ minimalistisch. Da ist nicht viel los, sie funktioniert aber großartig. Ja, aufgefallen ist mir dann, das war überhaupt ganz, ganz super, wie ich umgestiegen bin von der R, bin ich dann mit dieser RS gefahren und habe mir gedacht, siehst, das ist halt immer so. Das Puristische, das ist straff, das ist direkt, das spürst gut und das Turnsportliche ist halt immer ein bisschen weich. Und bin aber trotzdem sehr gut damit zurechtgekommen, es war halt viel komfortabler und habe mir gedacht, ja, eigentlich eine Weltmaschine, nur ich hätte lieber die R, weil ich halt gerne ein bisschen mehr Transparenz im Vorwerk habe. Und dann hat mir der Herr Kuckinger zum Glück gesagt, na, das hat ja ESA. Und dann haben wir das natürlich gecheckt mit dem ESA und wir sind halt gewesen in dieser weichen Stufe, da war das wirklich sehr komfortabel, haben dann das ESA auf Dynamik gestellt und dann war das wirklich leibend. Also für so einen großen, relativ wuchtige Maschine hat man eine unglaubliche Transparenz gehabt. Wirklich tolle Präzision beim Kurvenfahren und ja, also für mich auf den Komfort huste ich, schalte das Dynamik ein und bin sehr, sehr glücklich damit. Entscheiden müsste, welches Motorradl nehme ich, würde ich diese R nehmen, weil man die halt einfach nur mehr zusagt. Aber ich verstehe jeden, der zu dieser RS greift, weil einfach das Einsatzgebiet größer ist. Es ist größer. Ich glaube, jetzt auf der Bergstraße wäre ich mit keinem von beiden schneller oder langsamer gewesen. Das war ungefähr gleich. Aber wenn ich jetzt fahre von Wien nach Spanien, nach 100%ig die RS, da fahre ich ganz komfortabel runter. Und kann auch mörderisch anrauchen. Und der Boxer und der Rahmen, das ist ja alles identisch. Und das Einzige, was man natürlich schon merkt, ist, dass durch diesen Vorbau ein bisschen mehr Gewicht am Vorderradl ist. Das wird auch wahrscheinlich unterstützt. Die hat ein bisschen eine höhere Sitzbank. Weiß ich nicht, ob das serienmäßig so ist oder wie gesagt, mit diesen verschiedenen Sitzhöhen. Jetzt hat man das Gefühl, man sitzt ein bisschen vorderradorientierter. Kann aber auch sein, dass durch dieses erhöhte Gewicht am Vorderradl, dass man das eigentlich am Kurveneingang naja, fast besser im Griff hat. Da hat man fast ein bisschen mehr Vertrauen in die RS wie in die R, wobei ich auch mit der R nach wenigen Kilometern wirklich komplett eins war und ja, jegliche Scheu verloren habe und wirklich angeraucht habe. Also ganz, ganz super. Ja, viel mehr fällt mir jetzt gar nicht ein. Jetzt kommen ja sogar schon die Teilnehmer von diesem BMW Motorrad Testcamp Almeria und da werden wir jetzt gleich ein paar Fragen
wie es ihnen Tag hat, was zu diesen Maschinen sagen. Wir haben jetzt gerade diese R1200R getestet und uns nicht interessieren, was sagst denn du dazu? Super Motorrad. Ja, lass dich leicht fahren und für meine Größe ideal, weil es so ein Tief ist. Ja, weil bei den anderen komme ich nicht so leicht runter. Ich verstehe, aber BMW bietet ja überall so verschiedene Sitzhöhen an. Ja. Ist das besonders tief oder was? Die ist besonders tief, schon original. Die anderen muss man erst tiefer legen. Ich verstehe. Und was taugt am meisten an der Maschine, abgesehen von der Sitzhöhe? Naja, sie lässt sich einfach gut fahren. Also wirklich locker, ohne Stress. Ja. Ich bin kein Schneller, deswegen an sich ein gemütliches Motorrad. Ja. Aber sie geht ja schnell auch. Sie geht sehr schnell. Du, und dieses Testcamp, bist du das erste Mal dabei? Nein, das zweite Mal schon. Ja. Das heißt, die Frage, ob es da gefällt, erübrigt sich. Richtig, ja. Ja, das stimmt, weil inzwischen ist meine ganze Familie mit. Wirklich? Ja, wir sind zu viert. Wahnsinn, Frau und zwei Söhne. Nein, ein Sohn, ein Bruder und ein Schwiegersohn. Ich verstehe. Nur Männer. Ja. Wir testen jetzt beim BMW Motorrad Testcamp in Almeria vier Modelle, unter anderem diese RS, und die bist ja du schon gefahren. Was sagst du dazu? Also die RS ist ja praktisch noch ein ganz neues Motorrad, ist ja erst im Mitte letzten Jahres herausgekommen. Ja. Fantastisches Motorrad, verkleidet, also man kann auch damit schnellere Touren fahren, auf der Autobahn einmal ein bisschen fahren. Ja. Der neue Boxer ist sensationell in dem Motorrad, viel Drehmoment aus den Kurven raus, speziell da in den kurvigen Straßen rundherum Almeria, das ist ein Gedicht. Ist deine erste Wahl da unten in Andalusien, oder was wäre deine erste Wahl? Also unter den Boxern wäre es meine erste Wahl, weil, obwohl die GS eigentlich immer der Favorit ist, die RS hat eigentlich, wenn man nur Straße fährt, das größere Potenzial, weil der Windschutz besser ist. Ja. Und also mein ganz persönlicher Favorit ist hier die XR, aber da wird es ja dann eh noch was drüber reden. So, da abschließend, um uns eine ganz kurze Zusammenfassung zu geben, beide Motorräder haben mich wirklich beeindruckt und fasziniert. Jedes davon hätte ich gern, ist wirklich Weltklasse. Und ich bin jetzt aber natürlich schon gespannt, wie es dann am Nachmittag wird, wenn wir die Vierzylinder auspacken. Die XR und die S1000R. Da werden wir schauen, ob der Boxer dann standhält. Freunde, danke sehr. Bis bald.